beim Stichwort Haftbedingungen fällt mir ein, hier hat die RAF eine ebenso raffinierte wie erfolgreiche Kampagne gestartet, sozusagen einen juristischen Nebenkriegsschauplatz. Die Angeklagten und ihre Verteidiger haben sich nicht zu den angeklagten Taten geäußert, sondern haben die Haftbedingungen zum Thema ihrer Verteidigung gemacht. Sie nannten die Haftbedingungen grausam, unmenschlich. Die Angeklagten würden isoliert, gefoltert und sollten gar liquidiert werden. Das alles geschah, um Mitleid zu erwecken und Sympathisanten und Unterstützer zu werben. Und zu diesen Agitatoren, die das propagiert haben, gehörte führend Otto Schily. Als zum Beispiel nachher Holger Mainz sich zu Tode gehungert hatte, sprach Schily von Hinrichtung. Als sich Ulrike Meinhof nach einem Jahr Prozessdauer in ihrer Zelle erhängt hatte, sprach Schily von Mord.